Okay, herzlich willkommen bei der Academy von der Architect at Work. Lisa Pavicic von worldarchitects.com und ich haben die Ehre, die Vorträge zu präsentieren. Wir machen das aber auch ganz kurz, damit ihr wirklich möglichst lang dem Vortrag lauschen könnt. Lieber Hannes, stell dich bitte doch in die Mitte, dass du bist so versteckt. Ich freue mich sehr, 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 den Hannes Trautmann hier zu haben von Pichler Trautmann Architekten. Eins der renommiertesten Teams in Österreich. Sie haben sich 1992 gegründet, der Christoph Pichler und er. Beide haben unterrichtet, der Hannes unterrichtet nach wie vor. Auf der Angewandten. Was kann man über euch sagen? Der Christoph hat in Harvard studiert, du hast Theologie studiert. Ja, das stimmt. Warum? Aus Interesse. Aus Interesse. Ja. Aber man kann es dann gut brauchen für die ja. Architektur manchmal. Natürlich. Die philosophische und ontologische Ausbildung ist essentiell für den Architektenberuf, würde ich sagen. Ja, aber dann doch für die Architektur interessiert. Er spielt auch gerne E-Gitarre. Aber das will er gar nicht, dass wir das jetzt hier outen. Sie haben fantastische Projekte entwickelt und vor allem über die Fassade. Und ihr habt jetzt auch ein ganz aktuelles Projekt in Innsbruck, wo man sozusagen ein Facelifting, nicht nur ein Facelifting macht, sondern wo man wirklich ans Ganze geht. Aber das wirst du uns noch berichten. Lisa, was hören wir heute? Genau, also auch nochmal vielen Dank, Volker. Wer ihn nicht kennt, von Architektur in Progress, vom Verein zur Förderung junger und innovativer Architektur. Und wir werden in dem Vortrag zum Thema Transparenz, Verhüllung, Branding, Ikonografie gleich hören, was für eine wichtige Bedeutung die Wahl des Fassadenmaterials hat, nicht nur für die Identität, sondern auch für die ästhetische Wirkung. Und ich bin sehr gespannt, wir schauen ja fast 30 Jahre Bürobestehung zurück und wir werden einige Projektbeispiele heute sehen und darüber erfahren. Damit übergebe ich das Wort und freue mich sehr auf den Vortrag. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei. Gut. Danke vielmals für die nette Einführung. Also ich werde jetzt keine Rocknummer zum Besten geben, sondern danke, Volker. Wiewohl das wirklich ein Hobby ist, das ich sehr gerne ausübe. Und danke auch für die einleitenden Worte zu unserem Büro. Wir nennen uns Pichler und Trautmann Architekten eben. Wir sind circa plus minus 30 Leute groß derzeit in Wien. Wir haben auch zwei Juniorpartner, die ich natürlich auch gerne erwähne in dem Zusammenhang, weil die Leistungen, die unser Büro macht, die sind nicht allein nur mehr auf Christophs und meiner Basis sozusagen entwickelt und entstanden, sondern wir haben ein Team von exzellenten Mitarbeitern, die sehr eng mit uns zusammenarbeiten und wo wir den Austausch wirklich in einem dialogischen Prinzip verfolgen. Der geforderte Titel quasi zur Fassade hat uns natürlich dazu bewogen, ein bisschen auch wieder mal zu reflektieren. Wir sehen solche Vorträge durchaus auch immer wieder als Möglichkeit, quasi einen redaktionellen Zwischenstand für uns selber zu erheben und mal wieder nachzudenken, wo stehen wir und wohin möchten wir uns weiter bewegen. Und ich wurde schon angekündigt, wir haben hier zwei quasi Kern-Topoi, die wir gerne ansprechen möchten. Aber für uns ist auch wichtig, mal mit diesem Zitat zu beginnen, nur oberflächliche Menschen urteilen nicht nach Äußerlichkeiten. Das wahre Geheimnis der Welt liegt im Sichtbaren, nicht im Unsichtbaren. Und das ist vielleicht auch ein guter Schulterschluss wieder zurück zur Theologie, weil, wie der Volker schon erwähnt hat, ich habe Theologie studiert, aber wir haben uns, es gibt auch sozusagen eine theologische Ästhetik interessanterweise. Und da ist es schon Sache, dass es darum geht, sozusagen im Sein den Inhalt auch in der Erscheinungsform zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, das ist insofern ein sehr schönes Zitat, das genau auf diese Sache zutrifft. Nun, unsere erste Gruppe, da geht es um Transparenz und Verhüllung in dieser Dualität. Einerseits, ja, wir möchten etwas zeigen, natürlich nicht mit der Tür ins Haus fallen, um etwas zu zeigen.
Und deswegen hat es auch im Prinzip mit dem Thema der Verhüllung zu tun. Entschuldigung, ich muss mir nur kurz meinen Timer stellen, weil wir ja nicht überziehen. Damit ich das. Ja, dieses unter dem Titel haben wir als erstes hier am Screen das sogenannte Kultur- und Kongresszentrum in Eisenstadt. Das Kultur- und Kongresszentrum ist ein Ergebnis eines gewonnenen europaweiten Wettbewerbsverfahrens, wo wir den ersten Platz erringen konnten. Und der wesentliche Aspekt dieses Projektes ist der, dass es ein Bestandsgebäude gibt. Wir werden später noch ein paar Bilder davon sehen. Und dass dieses Bestandsgebäude umgebaut, renoviert werden musste und dass zugleich in etwa das gleiche Volumen und auch die gleiche Flächenanzahl noch einmal dazugebaut werden sollte. Und für uns war im Zuge dieses Um- und Zubaus natürlich eine entscheidende Frage, wie man diesen Dialog von Bestehendem und Neuem schafft. Und wir haben uns bei diesem Projekt nicht auf eine Dualität so sehr eingelassen, die wir sehr oft in unserer Architektursprache natürlich verfolgen und auch pflegen und zum Ausdruck bringen. Hier in diesem konkreten Fall war es uns sehr wichtig, dieses Kultur- und Kongresszentrum gewissermaßen als eine Einheit zu präsentieren. Und diese Einheit zu präsentieren, haben wir zum Mittel gegriffen, den Altbestand und das neue, dazugebaute Objekt zu einer Einheit zusammenzubinden. Man kann sich vielleicht ein bisschen das vorstellen. Ich glaube, der Les ist sehr schwach, aber man sieht auf der linken Hälfte des Bildes circa bis hierher den Bestand und man sieht hier quasi das Volumen der Erweiterung des Zubaus. Und wir können hier schon das Spiel mit den verschiedenen Öffnungen in der Fassade erkennen. Also es gibt einmal diese gemeinsame Hülle, die das Ganze umschließt. Und wir sehen diese Hülle in unterschiedlichen Transparenzgraden appliziert. Das besteht einerseits aus einer Streckmetallfassade, ich zeige noch ein paar Details dazu. Und das besteht aus Lamellenstrukturen. Und es ist im Prinzip Richtung Norden hin das Gebäude, also auch in Bezug zu weniger Sonneneintrag hin, im Prinzip offen. Und gewährt auch so einen durchaus freien Blick nach außen. Wir sehen hier ein paar Detailaspekte des Ganzen. Diese Gebäudehülle, die ist natürlich an ganz bestimmten Punkten aufgeschnitten, um eben mehr Lichteintrag zu gewährleisten oder auch Einblicke zu gewährleisten. Also es geht nicht nur um die Verhüllung, sondern eben auch um die Transparenz, die in verschiedenen Transparenzgraden, wenn ich das so nennen kann, abgearbeitet ist. Dieser Weg ist für uns ganz ein wichtiger. An dieser Weg besteht in einer öffentlichen Durchwegung und diese öffentliche Durchwegung soll auch die Inhalte dieses Projektes zum Ausdruck bringen. Und wie man hier erkennen kann, sieht man von dieser Durchwegung eigentlich in den Galerieraum dieses Objektes. Funktional ist es so, als Kultur- und Kongresszentrum beinhaltet das gewissermaßen den kulturellen Fokus des Landes Burgenland, der burgenländischen Kulturorganisation. Und neben Veranstaltungszentren, Kongressräumen, Seminarräumen ist auch die burgenländische Landesgalerie hier untergebracht. Und genau von diesem Weg besteht die Möglichkeit, eigentlich auch den Inhalt des Gebäudes wahrzunehmen und oder umgekehrt durchaus auch die Möglichkeit für die Galerie einen Tageslichteintrag zu gewährleisten, ihnen mit einem kompletten Paravent zu verschließen. Wir sehen auf der anderen Seite einen Einblick in das Foyer dieses Kultur- und Kongresszentrums in der Erschließung, wo man im Prinzip die Wegführung, den Aufgang zu den Veranstaltungsräumen und das Foyer im ersten OG dieses Objektes erkennen kann. Das wäre hier eine Ausleuchtung eines klassischen Konzert- oder Theaterbetriebes, während oben diese bläulich hinterleuchtete Fassade zwei Geschosse an Seminarräumen und auch an der Verwaltung dieses Objektes sind. Wir sehen hier den Eingang und
eine auskragende Erker, auf den ich dann später noch kurz zurückkommen möchte. Dieser auskragende Erker bietet zugleich eben die Möglichkeit, in den Stadtraum zu treten und dadurch wieder sozusagen aus der Hülle des Gebäudes hinaus ins Freie zu treten und damit einen ganz artikulierten Blick in den umgebenden Stadtraum zu haben. Und zugleich ist er natürlich eine Vordachsituation für den Haupteingang des Kultur- und Kongresszentrums. Und auf der anderen Seite sehen wir die Rückseite des Gebäudes, die ja eigentlich viele, viele Jahre als vernachlässigte Rückseite auch so dort gestanden ist. Und wir haben mit der Erweiterung und mit dem Einhüllen dieses Gebäudes, auch dieser Fassade, eine gewisse Signifikanz als ganzes Objekt und als bedeutendes Objekt im Stadtraum gegeben. Wir können hier erkennen, dass diese Hülle natürlich gewissermaßen frei über die gesamte Substanz gestülpt ist. Und ich glaube, diese beiden Bilder zeigen das ganz schön. Und man kann hier schon einen Teil dieses Bestandsobjektes erkennen, das eigentlich in der wesentlichen Substanz, in der Gebäudesubstanz zu erhalten war. Wir mussten es natürlich bauphysikalisch ertüchtigen, entsprechend dämmen und haben es mit einem grauen Dämmputz im Prinzip beaufschlagt und haben dann in einer frei fliegenden Form, wenn ich das so sagen darf, diese transparente Hüllstruktur um das Ganze herum gewickelt. Für uns war auch wichtig, dass diese Struktur, die sich an der Fassade findet, nicht nur ein Wrap ist, also eine Wicklung ist, die sich außen wiederfindet, sondern die auch in den Innenraum gestülpt ist. Und das ist so ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Architektur, dass es immer wieder die Kontinuität von raumbildenden Elementen gibt. Also wie auch die Fassade quasi ein fließendes Gebilde ist, sollte diese Fassade in die Innenräume fließen und sich de facto an den Untersichten der Decken im Prinzip widerspiegeln oder eine Fortführung finden, um die Kontinuität der Elementstruktur und der Raumstruktur als eine Einheit entsprechend zu kommunizieren. Oder wir haben hier den Blick im Prinzip von einem Aufgang hinunter wieder auf die Lamellenfassade, hier in dem konkreten Fall mit einem möglichen Notausgang, auf den ich jetzt im Detail nicht eingehen möchte, der bei einer super, super großen Veranstaltung eine zusätzliche Austrittsmöglichkeit aus dem Gebäude sein soll. Und hier vielleicht ein bisschen vermittelt etwas von dieser Hüllstruktur. Man sieht hier an der Decke der Landesgalerie. Wir befinden uns hier auf der Ebene der Ausstellungsflächen der Landesgalerie mit einem Ausstellungspodest oder Veranstaltungspodest. Und dieses Ausstellungsveranstaltungspodest geht quasi nahtlos in den Foyerraum des Kulturzentrums über. Und dieses Durchspielen der offenen Raumfiguren sollte auch in der Kontinuität der Flächen eine Rolle spielen. Eine kurze Skizze dazu, auch natürlich eine gewisse Differenzierung der Fassade zu geöffneten Flächen, zu halb geöffneten Flächen, zu Lamellenflächen aus dem Entwurfsentwicklungsprozess. Und das war das eigentliche Rendering in der Wettbewerbsabgabe. Und wir sind eigentlich sehr froh, dass wir im Wesentlichen diese Atmosphäre, diese Stimmung, die wir mit diesem Rendering schon in der Wettbewerbsphase erzeugen wollten, natürlich auch im tatsächlichen Projekt umsetzen konnten. Wir haben hier verschiedene Streckmetallmuster einfach uns angesehen und auch ausprobiert, mit dem wir das bewerkstelligen wollten. Und unser nächstes Bild zeigt jetzt das Ausgangsprojekt, das wir eigentlich bearbeitet haben. Und der Erker, den ich ursprünglich angesprochen hatte, ist de facto diese freigeschnittene Brücke, die im Prinzip hier abgetrennt wurde, weil der Bedarf einer Anbindung des Kulturzentrums an einen Hotelkomplex in der späteren Nutzung nicht mehr notwendig oder auch nicht mehr gewünscht war. Und wir sehen hier das Gebäude aus 1981 vom Architekten Sauer. Im Rahmen dieser Kulturoffensive im Burgenland entwickelt, ist das sozusagen als klassisches Kulturzentrum Eisenstadt so hingestellt worden. Und wir erkennen hier an dieser Seite des Bildes auch das ursprüngliche Pfarrzentrum von Eisenstadt, das als Objekt, als Grundstück an das Land Burgenland verkauft wurde und praktisch an der Position des Gelben Hauses erfolgte unsere Erweiterung. Oder ein Blick von weiter hinten stehend.
Und der zweite Aspekt, um noch einmal diese Konkurrenz von Außenhülle und Innenhülle anzusprechen, die uns bei dem Projekt wahnsinnig wichtig war, ist so, das ist der bestehende Saal, der Veranstaltungssaal des Kulturzentrums im Inneren. Von dem wussten wir, dass der eigentlich eine exzellente raumakustische Eigenschaft hatte und durchaus auch für Tonträgeraufnahmen verwendet wurde. Das heißt, es war uns eigentlich sehr daran gelegen, diese Raumakustik zu erhalten, aber natürlich niemand wollte diese visuelle Erscheinung dieses Innenraumes natürlich weiter in dem Projekt drinnen haben. Und natürlich war jetzt die Frage, wie kann man das bewerkstelligen? Und wir haben das in der Form gemacht, indem wir vor diese Hülle, diese innere Raumhülle, die eben raumakustisch perfekt funktioniert hat, eine Edelstahlhülle gehängt haben. Die mussten hier auf Edelstahl wechseln, also ein Stabgeflecht, weil das sozusagen raumakustisch neutral wirkt. Und mit dem Streckmetall in der klassischen Art und Weise wie in der Fassade wäre das nicht wirklich gut möglich gewesen. Aber für dieses Produkt gab es einen Nachweis, der also auch im raumakustischen Labor überprüft war, dass dieses Geflecht quasi akustisch neutral wirkt und dadurch die eigentliche dahinterliegende Bestandshülle, die eigentlich aktivierte raumakustische Innenhülle dieses Projektes ist. Und wir haben natürlich auch gewissermaßen mit dieser Faltungsstruktur oder mit diesen Kanten gespielt, um diese textile Struktur, wenn ich das so nennen darf, in transformierter Art und Weise als Metallstruktur hier appliziert haben. Oder wir sehen hier den Bühnenraum und die neue Bestuhlung und wieder dieses Spiel mit diesen Schichtungen von Bestandsobjekt und sozusagen hinzugekommener innere Struktur oder Auskleidungswrap. Ich komme jetzt zu einem zweiten Projekt, das ist unser Projekt Pfauengartenareal in Graz. War eben auch ein europaweit ausgeschriebener Wettbewerb auf dem Bauplatz des ehemaligen Trigon-Museums. Im Hintergrund sehen wir den Karmeliterplatz und wir können rudimentär auf dem Bild ganz rechts den Grazer Uhrturm erkennen. Wir konnten uns in einem dreistufigen Verfahren, muss man hier sagen, unter damaligem Juryvorsitz von Kjetil Thorsen bei diesem Projekt durchsetzen. Es war im Stadtraum eine gewisse Offenheit und Transparenz gefordert auf der einen Seite und auf der anderen Seite gab es auch Akteure oder in die Wettbewerbsjury involvierte Persönlichkeiten aus dem World Heritage Committee, aus UNESCO, Grazer Altstadt, Sachverständigenkommission, Bundesdenkmal und so weiter und so fort. Und der wichtigste Punkt war natürlich, in dem Objekt eine Struktur hineinzustellen, die auf der einen Seite zeitgemäß ist und auf der anderen Seite die sogenannte Grazer Dachlandschaft reflektiert, die eine ganz bestimmte, auch färbige und materialmäßige Kontinuität und Kongruenz über die Stadtmorphologie hinweg erzeugt. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, quasi eine Hüllstruktur zu schaffen, die in ihrer Farbwahl gewissermaßen in dieses Spektrum einer quasi schon verwitterten Dachlandschaft, wie man hier rechts am Bild auch erkennen kann, hineinspielt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sollte im Stadtraum das Volumen mit auch vielen Terrassenflächen und Balkonflächen und Freiflächen nicht allzu zerstückelt wirken, sondern eher als ein kompakter Körper. Und so haben wir quasi gewissermaßen diese Hüllstruktur über das Ganze drüber gestülpt und haben in unterschiedlichen Transparenzgraden das Gebäude im Prinzip dann oder diese Hülle aufgeschnitten. Also wo klar ist, hier muss man hinausschauen können. Da ist die Hüllstruktur ganz aufgeschnitten und wo man durchaus ambient zum Beispiel in den Himmel schauen möchte oder vielleicht in den Stadtraum hinunterschauen möchte, ist ganz bewusst eine gewisse Filterstruktur über die Glasfläche drüber gelegt, die in diesem Gradienten dieser Perforierung die Offenheit bzw. die Geschlossenheit dieses Objektes steuert. Noch einmal kurz der Blick in die verschiedenen Layers dieser Fassadenstruktur von Glaslayer oder auch Putzstrukturen, die hier durchaus notwendig und auch möglich waren in der Art und Weise.
um eben diese Schichtung nochmal zu bringen. Und wir sehen hier den Blick über das gesamte Ensemble vom Grazer Stadtpark aus. Und ganz wichtig bei dem Wettbewerb war, die Durchblicke vom Stadtpark auf den Grazer Uhrturm zu ermöglichen, beziehungsweise auch die Offenheit des Karmeliterplatzes in der Durchwegung zum Stadtpark hin zu gewährleisten und sicherzustellen. Der Blick von oben, der natürlich jetzt mit dem Sonnenlicht etwas anders changiert, aber eine der wesentlichen Auflagen in dem Projekt war auch schon im Vorfeld des Wettbewerbs und selbstverständlich in der späteren Abstimmung, dass das Projekt keine Dachaufbauten im klassischen Sinne zeigen darf, keine Lüftungsgeräte, keine Terrassen und so weiter. Und so haben wir einfach diese Gebäudehülle als eine umlaufende Hüllstruktur über das gesamte Volumen gelegt bzw. gespannt. Und eigentlich ist es im Prinzip, sind die Dachflächen aufgeständerte Hüllfiguren, unter denen entsprechende Freiräume, Hohlräume sind, wo sich die notwendigen Dachausstiege, Lüftungsauslässe bzw. auch Klimageräte und so weiter untergebracht sind. Vielleicht kurz nur ein Modell aus dem Wettbewerb, das wir in der Form im Prinzip abgegeben haben und das uns dann zum Wettbewerbssieg verholfen hat. Ein paar Skizzen aus dem Wettbewerb. Ein Render, wo wir dann versucht haben, einmal mit uns an diese Struktur anzunähern, und wie man hier sieht, denn die ursprüngliche Intention war ja eigentlich, das Ganze tatsächlich aus einer Kupfermessinglegierung, aus einem Deku-Material hier zu applizieren. Und wir haben im Vorfeld der Fassadenstudien ein Streckmetall entwickelt, gemeinsam mit einem deutschen Unternehmen, dass das Streckmetall sozusagen parametrisch gesteuert strecken konnte. Und unsere Absicht wäre es eben genau die gewesen, dass es einen Verlauf von Transparenzgraden über die Fassade gibt. Und das war eigentlich ein wundervoller Prozess, den wir hier gemeinsam abgewickelt haben. Das Stück, das ist ungefähr groß, 1 Meter mal 80 Zentimeter, dieses Modellstück, das hat uns in der Modellerstellung 1.000 Euro gekostet. Einfach die Programmierung dieser Maschine und dieses Testmodells. Und hat sich leider Gottes als viel zu teurer Kostenfaktor für den Investor herausgestellt. Und wir mussten dann auf eine alternative Fassadenstruktur wechseln und haben uns dann für ein Aluminium-Flachblech entschieden, das im Prinzip eine gelaserte Struktur ist und eben auch diese unterschiedlichen Transparenzgraden einfach in der Größe der Ausstanzungen dieses Blechmoduls erzeugt. Und es wurden dann auch in der Umgebung von Graz von einer Fassadenbaufirma Testmodelle entwickelt und auch aufgestellt und 1-zu-1-Modelle gebaut, wo man einfach auch die Außenwirkung und die Wirkung von innen nach außen, die Durchsichtsgrade und so weiter feststellen konnte. Unser nächstes Projekt, das ist derzeit on hold, aber wir hoffen, dass wir mit dem noch weitergehen können. Es handelt sich um das sogenannte Turek Center im 21. Bezirk, also beim Bahnhof Floridsdorf. Und es ist auch hier ähnlich wie bei dem Kulturzentrum. Es handelt sich hier um ein Konglomerat von in verschiedenen Phasen gebauten Gebäuden, die relativ, sagen wir mal, unkoordiniert aneinander stehen. Und nachdem die Firma Turek eigentlich sozusagen ein Bekleidungshändler ist, war es irgendwie naheliegend, eine Struktur zu finden, die auf der einen Seite auch einen gewissen Ausdruck und eine Ikonografie für das Unternehmen erzeugt. Das wäre eigentlich der Titel dann meines zweiten Teils des Vortrags. Aber zugleich sind natürlich auch Bereiche drinnen, Büroflächen und Ordinationsflächen zum Beispiel, die auch die entsprechenden Ausblicke ins Freie gewährleisten sollten. Und da haben wir eine transparente Hüllstruktur gesucht, die das auch gewährleisten soll. Und gibt auch entsprechende Materialproben dazu, sind Skizzen aus der Projektentwicklung. Und wir haben dazu dann tatsächlich auch ein Arbeitsmodell in relativ großem Maßstab gebaut, sowohl für die Stadtplanung, die sich das anschauen wollte, beziehungsweise für die Baubehörde
mit der es zahlreiche Vorabstimmungen und Vorgespräche gab und natürlich auch für uns selbst, um möglichst sozusagen detailgetreu schon in der Projektentwicklung diese Fassade quasi studieren und abwickeln zu können. Den Aufbau, Dachausbau und Aufbau war nur möglich mit einer größeren quasi Ausgleichskonstruktion, was die Lastabtragung anbelangt, weil das Bestandsgebäude nicht in allen Details entsprechend solide konzipiert ist. Ein weiteres Projekt, das mit dieser Struktur der Hülle, der Transparenz arbeitet, ist unser Wohnbauprojekt für die Beresgasse, wo wir uns im Zuge eines Bauträgerverfahrens auch durchsetzen konnten. Das ist ein Projekt gemeinsam mit der Sozialbau in Wien. Und der ganz, sagen wir mal, einfache Ansatz zu dem Projekt war in der Widmungskategorie gegeben, in dem eine Akkadierung entlang der öffentlichen Flächen gefordert war. Und wir haben uns eigentlich dann gemeinsam mit der Sozialbau darauf verständigt, dass das nicht nur eine quasi klassische Arkade sein soll, wie wir das auch bei unseren Projektpartnern, es sind auch noch Baumschlager Eberle an dem Projektfeld beteiligt und die Projektbau. Wir haben also drei Architekturbüros mit drei Bauträgern den Wettbewerb für ein Baufeld in der Beresgasse gemeinsam gewonnen. Natürlich mit ausdifferenzierten Zugängen und ausdifferenzierten Architektursprachen, wie man, glaube ich, erkennen kann und wo durchaus die legitime Ansatz einer Akkadierung dann in eine Struktur übergeht. Das war irgendwie das gemeinsame Commitment, würde man neudeutsch sagen, dass es nicht nur um eine Arkade geht, aber dass eine aus der Arkade heraus eine Hüllstruktur über das Gebäude entwickelt werden sollte. Wie sehr unsere Kollegen das natürlich in ihrer Sprachlichkeit als rektanguläre Struktur entwickelt haben, haben wir hier mehr gespielt mit einer wabenförmigen Struktur, die sich quasi als eine durchgehende, sehr offene, sehr natürlich streng kalkuliert, geometrisch ausformulierte, aber doch gewissermaßen spielerische Vorhangstruktur über den gesamten Wohnbau beschäftigt haben und diese Stahlbeton-Fertigteilstruktur auch als tatsächlich autonom vor das Gebäudevolumen gesetzte Hüllstruktur sehen, auf dem auch die entsprechenden Balkone auflagern. Wir haben hier den Gesamtüberblick über unser Baufeld, eben, und das wäre hier Baumschlager Eberle. Das wäre das Projekt und unsere Riegelformationen, die hier linear angeordnet sind. Ich glaube, hier an dem Rendering kann man sehr gut auch unsere Intention erkennen, dass hier ein sogenannter Filter geschaffen wird in der Innen-Außenraumbeziehung und dass dieser Freiraum nicht der gewöhnliche Balkon ist oder Loggia ist, sondern dass man eigentlich mit dem Hinaustreten aus dem eigenen Wohnbereich in einer Struktur befindet. Und diese Struktur, quasi dieser Zwischenraum als Innenraum und Außenraum, als Schwellenraum wirken sollte, sind immer wieder Themen, die uns in unserer eigenen Architekturauffassung sehr beschäftigen, mit denen wir uns wirklich eingehend auseinandersetzen. Wie können Schwellenräume erlebbar gemacht werden im Sinne einer architektonischen Ausformulierung? Hier ein paar Studien dazu, also Baukörperstudien, Arkadenstudien, Fassadentragwerk ist tatsächlich ein eigenes Tragwerk und die Belebung der Struktur. Und das ist im Prinzip nur ein Detailmodell aus unserem Planungsprozess. Wir arbeiten seit 2013 mit Building Information Modeling, mehr oder minder derzeit ausschließlich im Büro. Und es ist auch gedacht, dass diese Systeme quasi schon im Planungsprozess soweit vorkonfiguriert werden, dass sie dann relativ unmittelbar in den Produktionsprozess der Fertigteilfirmen übergeführt werden können. Ein anderes Projekt, wo wir leider nur den zweiten Platz erzielen konnten, das ist Ihnen vielleicht, der Ort ist Ihnen bekannt, ist die derzeitige BUWOG-Zentrale, im Prinzip an der Zweierlinie, schräg vis-à-vis vom Café Eiles in Wien. Hier eine andere Sprachlichkeit einer Hüllstruktur, die eigentlich spielt mit sehr kalkulierten, wenigen Öffnungen, mit einer Struktur, die aber im Wesentlichen, und wir haben auch deswegen dieses Bild gewählt, eigentlich abgeleitet ist aus dieser gründerzeitlichen Block,
Fassadenstruktur, die eine starke horizontale Strukturierung und Gliederung und quasi bis hin zu durchaus artikulierten tektonischen Elementen, wie man zum Beispiel hier sehen kann, was ganz, ganz wesentlich weit vorspringende Gesimse und so gab. Und wir haben uns einfach versucht, in diesen Rhythmus und in dieses Spiel der Fassade mit diesen horizontalen, durchaus quasi soliden oder massiven Strukturen einzulassen, haben im Prinzip diese Hüllstruktur für dieses Objekt entwickelt. Leider konnten wir nur den zweiten Platz hier gewinnen und gebaut ist jetzt das sehr klassische Blechfassade. Blechfassade ist ein guter Titel. Auch da ein Wettbewerb über ein Parkhaus im Bereich von Viertel 2, von Hauptbahnhof. Wir können auch hier am Bild erkennen, aber eigentlich das Volumen der Garage vorgegeben mit den Auffahrtsrampen. Und der Wettbewerb war tatsächlich als ein Fassadenwettbewerb ausgeschrieben. Und wir konnten dem Fassadenwettbewerb dann eigentlich nur den zweiten Platz belegen. Und wenn ich mich richtig entsinne, Franz und Sue haben den Wettbewerb gewonnen. Aber der Garagenbetreiber wollte dann trotzdem eine zweite Variante haben. Und für die Kollegen war es wirklich auf kollegialer Ebene fairerweise auch richtig, dass sie dem dann zugestimmt haben, was wir natürlich sehr wertschätzen, wenn es diesen kollegialen Zugang auch gibt. Und der Investor hat uns dann quasi mit der zweiten, als zweiter Platz mit auch dieser zweiten Garagenfassade beauftragt. Und da war es uns wichtig, dass im Prinzip natürlich diese Innen- und Außendurchsicht gegeben ist, dass es eine gewisse Offenheit gibt, aber zugleich, nachdem man hier, wie man sieht, mit dem Auto relativ flott vorbeifahren kann, war auch wichtig, hoffentlich wird man nicht abgelenkt, dass die Fassade ein sehr subtiles, kleines Spiel von Kantungen hat und entsprechend dieser Kantungen, dieser Streifen sich unterschiedliche Lichtspiegelungen und quasi auch Farbnuancen und verschiedene Glanzgrade ergeben in dieser metallischen Fassade. Und das war es eigentlich auch schon im Wesentlichen. Wie man hier sieht, ist das Ganze dann als eine Alucoupon-Fassade ausformuliert worden. Und wir sehen hier diese Übergänge sozusagen, wo innerhalb dieser Knicke dann dieses Spiel mit dieser horizontalen Dynamik erzeugt wird. Auf- und Abfahrtskizzen zu dem Projekt. Ja, wir haben jetzt einige realisierte Projekte gezeigt, die werde ich jetzt ganz schnell noch durchklicken durch Wettbewerbsprojekte, wo wir in ähnlicher Art und Weise gedacht haben. Es handelt sich hier um ein Wellness-Hotel im Raum Bad Tatzmannsdorf, wo wir auch in ähnlicher Art und Weise mit Streckmetall-Elementen mit unterschiedlichen Dichtegraden versucht haben, dieses Wechselspiel von Offenheit, Opazität oder Transluszenz und Transparenz im Prinzip zu erzeugen. Haben wir leider nicht gewonnen, einen Wettbewerb. Und auf der anderen Seite jetzt ein durchaus konträres Projekt dazu. Das ist die Esther Hasi Winery in Trausdorf in Eisenstadt, das eigentlich jetzt von dem Spiel mit den Transparenzen weniger eine Rolle spielt, aber es mehr oder minder eher um den dualen Ausdruck zweier Programme geht. Und auch die Frage ist, wie kann ich Inhalte entsprechend nach außen tragen, nach außen kommunizieren. Wir haben hier im Prinzip wenn ich so sagen darf, fast einen industrialisierten Weinproduktionsprozess, also mit den mit Ernteeinbringung, mit Maischen, mit Gärprozessen und so weiter. Und wir haben auf der anderen Seite im Prinzip den repräsentativen Bereich von dem Weingut Esterhase, der im Prinzip darin besteht, zum Haupteingang einen entsprechenden Barrique-Keller innen vorzufinden und eben im Obergeschoss, wie wir hier gesehen haben, einen Verkost- und Seminarraum, der auch eigentlich auch inhaltlich klar und deutlich so nach außen tritt, in die Landschaft tritt. Wir haben unlängst einen Ankauf gemacht beim Wettbewerb
Johannes Kepler Universität in Linz, wo es auch im Prinzip um das nuancierte Spiel verschiedener Fassadenstrukturen gegangen ist, wie man hier erkennt, immer wieder das Wechselspiel von geschlossenen und offen, durchaus rhythmisiert artikulierten Bereichen. Auch ein Wettbewerb im Bereich der Eichenstraße, wo wir uns im Prinzip mit einer anderen Hüllstruktur entlang der Fassade als gewissermaßen Filtermotiv zwischen Innen und Außen beschäftigt haben. Da kommt immer wieder auch das Thema bei uns vor im Projekt, wo wir uns auch mit Fassadenbegrünungen durchaus auseinandersetzen. Oder eben auch das Biocenter in der Schlachthausgasse als eine mögliche Gebäudestruktur, dem jetzt natürlich ein sehr massiver Ziegelbau entgegensteht, wie man das Gebäude vielleicht kennt, wenn man da vorbeifährt. Und ich weiß nicht, ob sich eine Universität so geschlossen und hermetisch abgeriegelt präsentieren sollte. Für uns war es wichtig, auch dieses Spiel von innen und außen, von durchaus gewollter Kommunikation in den Freiraum zu beschäftigen. Sorry. Und ich sage als Abschlussprojekt auch einen Wettbewerb, den wir leider nicht gewinnen konnten, aber auch das Spiel mit einer Hüllstruktur, die im Prinzip abgeleitet ist aus dem Dom in Linz. Es handelt sich um das Hotel am Dom in Linz, das unser Kollege aus der Steiermark, Hohensinn Architekten, gewonnen hat. Eigentlich ein sehr, sehr schönes Projekt, muss ich sagen. Und ich pflege auch in Linz, wenn ich bin, auch dort zu nächtigen. Unser Zugang war ein anderer. Es war der, dass es im Prinzip eine Struktur gibt, die quasi ambient die Zimmer und die Funktionen im Hintergrund erkennen lässt. Aber dann war uns trotzdem wichtig, den Dialog mit dem naheliegenden Bestandsobjekt des Domes, der ein neogotischer Dom ist, muss man sagen, zu suchen und sozusagen dieses Spiel mit diesen Geometrien und unterschiedlichen Größenverhältnissen auch hier im Prinzip bei dem Projekt anzuwenden. Der Switch zu dem zweiten Teil des Vortrags, Branding, Ikonografie, der führt uns direkt zu einem Projekt, das, glaube ich, allgemein gut wahrnehmbar ist. Also wenn Sie an der A23 Südosttangente fahren, vom Süden Wiens Richtung Norden, also dann müssen Sie an dem Projekt im Prinzip vorbeifahren. Und das ist irgendwie schon auch das Stichwort, dass der ÖMTC diesen Ort ganz bewusst ausgewählt hat und dieser Ort quasi an einer der meistbefahrenen Straßen Wiens liegt. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also einmal von der Anbindung her, von der Funktionalität her und auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Signifikanz nach außen kommunizieren sollte. Der ÖMTC hat circa nur der groben Überblick halber circa 2 Millionen Mitglieder in Österreich. Das ist eigentlich ein sehr großer, ist ein Verein. Und der ÖMTC war eigentlich in vielen Bereichen, insbesondere in der Organisationsstruktur über die Stadt Wien verteilt. Und es war das Ziel, diese über die Stadt Wien verteilten Strukturen alle in einem zentralen Punkt zusammenzuführen und die sogenannte ÖAMTC-Zentrale zu entwickeln an dem Standort. Und wir konnten eben auch aus einem europaweit geführten Bewerbungsverfahren mit dann einem Wettbewerbsverfahren dieses Projekt gewinnen. Sicherlich auch wegen der nach außen so klar als gewissermaßen doch ikonisch, wenn ich so sagen kann, kommunizierenden Struktur. Wobei es war weniger wichtig, wir werden oft irgendwie gefragt, ob wir uns hier ein Rad gedacht haben oder ein Lenkrad oder so etwas oder eine Speichenstruktur. Nein, es hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun. Das Ganze ist mehr oder minder einer sehr klaren inneren Organisationsstruktur geschuldet. Weil, und das ist der eine Aspekt, und der zweite ist der, es war so viel Programm in dem Gebäude unterzubringen, von unterschiedlichen Größen, Raumhöhen, Geometrien, Stützenstellungen und so weiter. Und das hat uns letztlich dazu geführt, dass wir diese Programme vertikal übereinander geschichtet haben und diese Schichtung sich auch hier in dieser durchaus komplexen, in dem komplexen Aufbau des Projektes von der Zufahrtserschließungsebene bis zum Heliport oben
im Prinzip uns hier das vermittelt. Ein zweites Bild von der fußgängermäßigen Erschließung des Objektes, also vom Zugang von der U3-Station Erzberg. Da wurde eine eigene Brücke gebaut in der Verlängerung des Objektes der Wiener Linien. Und das ist eigentlich im Gegensatz zur vorhin gesehenen Kfz-mäßigen Erschließung des Gebäudes nun die fußläufige Erschließung. Und man gelangt hier an den Punkt im Prinzip in das Gebäude hinein, an einer Stelle auch mit Portier, und bewegt sich von dem Punkt aus dann in die Funktionen unterhalb dieser Ebene und auch wo diese Durchwegung im Prinzip als eine Dachstruktur über darunterliegende Funktionen gelegt ist, ist auch eben möglich, direkt Richtung Arena St. Marx zu gehen. Also es ist ein Projekt, das durchaus sehr stark mit dem öffentlichen Raum kommuniziert. Das war ein ganz wesentlicher Aspekt auch in der Ausschreibung des Projektes. Das Projekt sollte öffentliche Durchlässigkeit gewährleisten, sollte nach außen kommunizieren, und der ÖMDC hat sich auch in diese Richtung ganz klar positioniert. Unser Gebäude soll irgendwie offen sein und soll auch einladend wirken und auch im Vorbeigehen die Möglichkeit bestehen, dass man ins Gebäude kommt. Und deswegen diese sehr vielen transparenten Elemente. Auf der anderen Seite wollten sie doch eine gewisse Landmark-Struktur hier schaffen, die wir mit dieser durchaus rund umlaufenden Glas-Stahl-Konstruktion hier geschaffen haben. Diese Stahl-Glas-Konstruktion hat in dem konkreten Fall wirklich mehrere Eigenschaften. Eine der wesentlichen Eigenschaften ist natürlich auch die Fernwirkung dieses Objektes auf der einen Seite und auch die Farbwirkung dieses Objektes. Sie werden vielleicht alle den ÖMTC kennen, der eigentlich überall gelb ist, und wir haben derzeit gerade auch in Fertigstellung einen sogenannten Stützpunkt des ÖMTC an der Westausfahrt Hadiggasse, wenn man Richtung Westautobahn hinausfährt. Die ÖMTC-Objekte sind alle in einem ganz bestimmten Branding gelb gehalten. Und hier war klar, die Zentrale sollte nicht per se in gelb sein. Es tauchen verschiedene gelbe Elemente im Leitsystem auf, in der Kommunikation, auf der grafischen Ebene. Und doch war dann in der Diskussion die Frage, naja, wie kann man das ÖMTC-Gebäude dennoch erkennen, dass es irgendwie mit dieser Farbkodierung zusammenhängt. Und unsere Idee war in dem Zusammenhang, dass wir eigentlich Licht als Farbe einsetzen wollten. Und wir haben ganz bewusst diese entlang dieser schrägen Stahlelemente oder Fassadenelemente angelagerte LED-Bänder hier verwendet haben. Und das Gebäude erscheint quasi dann im Außenbereich in der Nacht als ein gelbliches Volumen. Und das gelbe Licht wurde dann auch in der weiteren Folge im Innenraum als eine Farbbeaufschlagung die Innenräume mit Gelb verwendet. Also es ist sozusagen von der Fassadenlichtstruktur her ein ikonisches Gebäude im Sinne Kommunikation, das ist der ÖMDC. Und auf der anderen Seite, nachdem es jetzt nicht nur darum geht, eine doch relativ teure, kann ich ganz offen sagen, Fassade hier zu applizieren, dass die Fassade nicht nur ein Imageträger sein soll, sondern das wäre auch uns als Architekturbüro oder unsere Auffassung von Architektur gewissermaßen zuwiderlaufend, dass man nur rein ikonografisch oder nur rein im Sinne eines Kommunikationsfaktors agiert mit einer Fassade. War uns wichtig, die Fassade mit mehreren Bedeutungen zu beaufschlagen. Und zwei weitere Bedeutungen sind auf alle Fälle, die Fassade ist ein sogenanntes Entfluchtungssystem. Wenn Sie in das Gebäude hineingehen, Sie sind eingeladen, das Gebäude zu betreten, es ist öffentlich zugänglich, man kann sich in den Räumen frei bewegen, dann wird man kaum Stiegenhäuser in dem Gebäude feststellen, sondern es gibt im Inneren ein großes Atrium mit Stiegenläufen, und dieses Atrium fungiert als ein Hauptfluchtstiegenhaus, das sich auch brandschutztechnisch abtrennen lässt. Und der zweite Fluchtweg aus dem Gebäude ist immer gewährleistet über das Ende der Bürofinger. Wir werden das dann noch an einem anderen Punkt sehen, aber wir sehen hier sehr schön, dass man im Prinzip hier, das wäre so ein Bürofinger, oder wir sehen hier die Fassade des Büros, und am Ende dieses Bürofingers gibt es jeweils Austrittspunkte, wo man aus dem Inneren des Gebäudes nach außen tritt.
Und dann ist dieser umlaufende Stahlring, Stahlglasring, eigentlich eine Fluchtrampe, Fluchttreppen-Rampenanlage, die zu einem zentralen Punkt führt und dann im Prinzip das gesamte Gebäude über diese Fluchtrampentreppe entfluchtet werden kann. Wir sehen hier eben das wäre so ein Bürofinger und am Ende dieser Bürofinger tritt man quasi in diesen quasi räumlich artikulierten Fassadenbereich hinein, der im Prinzip eine reine Stahlkonstruktion ist, mit relativ komplexen konstruktiven Ansätzen, mit thermischer Entkopplung und so weiter und so fort. Wir können auch ein paar Bilder sehen davon. Aber das ist ein wesentlicher Faktor, dass das eigentlich der zweite Fluchtweg aus dem Gebäude ist, der rund um das Gebäude die Flüchtenden sammelt und zu einem zentralen Punkt bringt. Und der dritte Aspekt ist, diese Glaswand ist auch ein sogenanntes Schallschutzschild. Die Tangente mit der hohen Befahrbarkeit ist ein entsprechender Lärmemittent. Und das wurde gemeinsam mit unserem Bauphysikbüro Dr. Pfeiler in Graz das insofern simuliert und entwickelt, dass diese Gläser, die gar nicht versiegelt sind, sondern nur in der Art, wie sie angeordnet sind, gewissermaßen schon einen Schall abnehmen, also den Schalleintrag reduzieren. Und dadurch konnten wir die eigentliche Bürofassade, die ja von der Abwicklungsfläche her wesentlich größer ist als die Ringfassade, konnten wir mit einer ganz normalen Verglasung im Prinzip bewerkstelligen. Das heißt, die übliche standardmäßige Verglasung beaufschlagt mit diesem Schallschutz. Glasschild hat uns ermöglicht, doch letztendlich sozusagen eine gewisse Kosteneffizienz im Projekt auch zu erzeugen und umso mehr Legitimität für diese vorgehängte, quasi ikonografische Struktur zu erzeugen. Wir sehen hier eben genau diesen Punkt, von dem ich gesprochen habe. Sie sehen hier, die Fluchtstege, Treppen führen alle zu diesem Punkt und von diesem Punkt geht eine sehr breite Treppe dann da hinunter, die auch eine Art landschaftlich artikulierte Struktur ist, die in einen Sammelhof führt und vom Sammelhof gelangt man letztendlich, da sieht man das ganz schön, dann diese Treppe hinunter, die auch eine begrünte Anlage ist, in den Sammelhof und von dem betritt man quasi über Türen dann den öffentlichen Raum. Ein bisschen was zur Planung dieser Fassade war super komplex in jeder Hinsicht, weil, vielleicht muss ich trotzdem mal kurz zurückgehen, diese Glaselemente, die erscheinen als gebogene Glaselemente, sind aber keine gebogenen Glaselemente, die ja kostenmäßig relativ teuer wären, sondern es sind ganz normale planare Glasflächen, also ebene Flächen, die über den Zuschnitt und über die Anordnung mit dem diagonalen Schnitt im Prinzip und über die Befestigungsmodule so angebracht wurden, damit diese quasi gebogene Erscheinungsform hier auftritt. Und das bedurfte entsprechender Detailplanung. Und der zweite Aspekt, auch keiner dieser Stahlstäbe ist gebogen. Keiner dieser Stahlstäbe ist gebogen. Das heißt, es musste so weit kontrolliert werden, natürlich das gesamte Objekt, dass diese runde Form möglich ist und insbesondere, dass alle Durchgangshöhen und Kopffreiheiten, Absturzsicherungen und so weiter im Prinzip alle in dem linear konzipierten System möglich waren, um eine gewisse Kosteneffizienz auch in dem Projekt zu erzeugen. Geplant wurde das in vielen Planungsschritten. Das Ursprungsmodell ist von uns gekommen aus dem Rhino, aus dem klassischen Rhino, wurde dann übergeführt ins Revit-Modell, vom Revit-Modell vom Stahlbau übernommen in das entsprechende Stahlbau-Detaillierungs- und Zuschnittsprogramm und mitgewirkt hat auch das Büro Ebner, ein finde ich super tolles Büro aus Innsbruck, das die Detailstatik über den Stahlbau gemacht hat. Und auch sehr viel noch in der Simulation der Optimierung dieser Elemente und Flächen mit uns dann gemeinsam entwickelt hat. Man sieht hier die losgelösten geometrischen Teile, die man im Prinzip immer wieder in verschiedenen Richtungen überprüfen musste. Man sieht auch, dass hier an dem Punkt, dass es wichtig war, Knoten zu erzeugen, die keine komplizierten Schweißungen
und Stöße erzeugen, sondern wo die Elemente durchaus linear aneinander vorbeilaufen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich glaube, schön lang. Und man sieht hier einfach Zeichnungen aus dem Konstruktions- und Zuschnittprogramm, auch der Stahlbaufirma oder eben das Ganze aus dem BIM-Modell. Ein anderes Projekt, wo Ikonizität oder Ausdruck nach außen eine große Rolle spielt, ist eine von uns 2009 fertiggestellte Bank, die Raiffeisen Landesbank im Burgenland, auch ein gewonnener Wettbewerb. Und der wichtigste Punkt war einfach, dem Gebäude eine gewisse Klarheit zu geben, was den programmatischen Inhalt anbelangt. Und wir sehen hier, dass das Gebäude konisch nach oben zuläuft. Das hatte ganz pragmatisch zu tun, auch mit dem Programm, das scheinbar mit der Geschossanordnung nach oben zugenommen hat. Und wir haben das ganz pragmatisch im Prinzip einmal so aufgezeichnet und haben dann gesagt, na, das Einfachste wäre, dieses Programm in eine Hülle zu geben. Und diese Hülle soll doch irgendwie etwas von Bank transportieren. Und wir haben es sozusagen eher aus einem Spaß heraus entwickelt und gesagt, die Euro-Münzen, die Cent-Münzen haben alle diese, oder auch sonst Geld hat diese goldgelbe Farbe immer wieder oder diese Messingfarben, also Messingstruktur. Und im Prinzip ist das Gebäude nichts anderes wie im Prinzip eine, wenn ich so nennen darf, eine Geldhülle, die sich um das Programm der Raiffeisen Landesbank hüllt. Und ausgeführt wurde das Ganze als eine Alucobond-Fassade, die eben sich tatsächlich herumwickelt bis auf die Dachfläche und auch das Dach. Das Schrägdach im Prinzip eine Alucobond-Hülle ist. Der Teil hier oben ist die Vorstandsetage, die hier ganz bewusst auch aus dem Umriss quasi herauspoppt, aber das war wiederum auch dem Programm geschuldet, weil dort einfach größere Nutz- oder Büroflächen gefordert waren. Und hier sieht man, glaube ich, sehr schön, wie im Prinzip diese Hüllstruktur sich als eine Schleife, eine Geldschleife, wie wir das durchaus symbolisch immer wieder für uns verwendet haben, um das Gebäude herumzieht, ein Arbeitsmodell aus dem Entwurfsprozess im Maßstab 1:50. Wir haben das Glück, dass wir immer wieder Raiffeisen Banken gewinnen, die haben wir letztes Jahr gewonnen, in Oberösterreich, eine Raiffeisen Regionalbank, die im Prinzip auch mit unterschiedlichen programmatischen Facetten hier arbeitet. Wir haben den eigentlichen Kernbankinhalt auf der Hauptebene, der Zugangsebene, wo auch die offene Struktur, die Kommunikation wichtig ist, die Wirkung nach außen, die Sicht nach außen, und wir haben zwei Etagen, wo die Innenorientierung wesentlich wichtig ist als die Außenerscheinung. Nichtsdestotrotz haben wir einfach der Außenerscheinung eine gewisse Signifikanz gegeben mit diesen schräg gestellten Lamellen, Fixlamellen, die mit Bauphysik gemeinsam sonnenstandsoptimiert konzipiert worden sind. Wir sehen hier kurz den Zugang. Das Gebäude ist gerade in der Ausschreibung und in der Ausführungsplanung. Und auch hier wird gespielt mit unterschiedlichen Öffnungsgraden, aber nichtsdestotrotz mit einer gewissen Ikonizität der Gebäudestruktur. Also unsere Mitbewerber haben ja alle eine relativ einfach rektangulär geometrische Schachtel, darf ich das Wort ruhig verwenden, abgegeben. Wir haben wieder mal versucht, im Prinzip eine Form mit einer gewissen Expressivität zu erzeugen, um auch gewissermaßen das Selbstverständnis oder auch die Solidität oder auch durchaus das Selbstbewusstsein einer Bank auch in diesen Zeiten zum Ausdruck zu bringen. Nichtsdestotrotz, es ist ein hybrides Gebäude, wo auch andere Funktionen beherbergt werden, und wir werden hoffentlich das Gebäude jetzt im Herbst noch oder im Frühjahr zu bauen beginnen, und es wird dann bald fertig. Blick von innen nach außen. Ein paar Wettbewerbsprojekte, wo wir mit ähnlichen Strukturen gearbeitet haben. Ein Museum in Krakau, eine Musikakademie in Krakau,
Und jetzt gerade fertiggestellt die Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien im 3. Bezirk, ein Institutsgebäude, das die drei Institute beherbergt. Das ist das Institut für Elektroakustik, Komposition, Institut für Film, Post-Production und das Institut für die Tasteninstrumente. Wir haben hier auch gespielt mit verschiedenen Geometrien einerseits und mit Strukturen. Wie man an der Fassade sieht, auch mit starren Lamellen. Und es war uns wichtig, dass auch dieses Apparathafte, das durchaus ein Musikinstrument ist, ob das war ja, sind ja auch im Prinzip hier viele Akteure, die sich mit audiovisuellen Medien befassen und an denen forschen und entwickeln, dass auch dieses Apparathafte hier zum Ausdruck kommt. Das soll sich in dieser Fassadenstruktur gewissermaßen widerspiegeln. Es gäbe viel mehr zu sagen über das Projekt und ich werde sicher bei einer anderen Gelegenheit noch im Detail auf das zurückkommen wollen, beziehungsweise besteht dann auch bald einmal die Möglichkeit, das Projekt auch zu begehen, zu besichtigen. Es ist ein öffentlich zugängliches Projekt. Es sind auch Räume drinnen für Konzerte, Veranstaltungen, Kino und so weiter. Wir sehen hier den Übergang von der nach Westen orientierten fixen Lamellenstruktur zu der nach Süden orientierten Lamellenstruktur, also ein starres Lamellensystem, wo wir im Prinzip aufgrund des Sonnenstands eben Westen flach, Süden steil, da diese Elemente hier geometrisch quasi ums Eck gebogen haben. Zugang von der Filmakademie, Rendering aus dem Wettbewerbsprozess, Zeichnung dazu und jetzt noch kurz unser derzeitig auch laufendes Projekt. Wir haben gerade die Freigabe für den Entwurf bekommen, das sogenannte RAIQUA, Raiffeisenquartier in Innsbruck im Zentrum für die Raiffeisen Landesbank Tirol, auch ein gewonnener Wettbewerb, österreichweit ausgeschrieben. Wir konnten den für uns entscheiden. Das Gebäude ist ein klassischer Funktionshybrid. Die Bank braucht kaum mehr so viel Flächen wie früher. Es handelt sich um ein bestehendes 60er-Jahre Gebäudeensemble, das wir eigentlich entkernt haben. Und es war gefordert, dass ein Teil des Bestandes als Hotelstruktur wieder verwendet werden soll. Und wir sehen hier an diesen abgeschnittenen Balken, das ist natürlich hier schwer zu erkennen, deswegen muss ich dazu sagen, das ist eigentlich die Bestandsstruktur. Und diese Bestandsstruktur war gewünscht, dass die mit Hotelzimmern quasi gefüllt wird. Und wir haben uns da quasi quergelegt und haben gesagt, nein, das machen wir nicht, sondern wir haben die Bestandsstruktur als eine interessante Struktur entdeckt und haben diese komplette Struktur entkernt. Und da ist eine Krippe in einem Atrium konzipiert und um dieses Atrium herum als Bestandsgerippe sind die Funktionen im Prinzip gehüllt oder gewickelt. Und diese Funktionen sind Hotelzimmer in den oberen Geschossen, das sind verschiedene Veranstaltungs- und Seminarräume für den Bankbetrieb und das ist natürlich die Bankstelle mit einer Galerie und Cafeterie und Restaurants und so weiter. Hier ausformuliert die Fassade spielt hier eher sozusagen in den Zugang von uns hinein hier die Schichtung, die tektonische Schichtung der Programme lesbar zu machen auf der einen Seite, auf der anderen Seite dem doch eine gewisse uniforme Erscheinung wieder zu geben und wir haben im Prinzip mit verschiedenen dichten Vertikalstrukturen von bedruckten Gläsern bis zu vorgesetzten Lamellen gearbeitet und wir haben hier ein paar Testrenderings gemacht. Das wären die Hotelzimmer, die übrigens alle als Fertigteil Holzboxen erzeugt und dann vor Ort appliziert werden. Und wir haben zum Beispiel im unteren Bereich die Struktur, die über die Konferenzebene gehüllt ist, beziehungsweise über Seminarräume gehüllt ist. Und wir haben hier eine geschuppte Glasfassade. Es ist durchaus sozusagen ein Wechselspiel unterschiedlicher, sehr subtiler, wie ich meine, Ausformulierungen der unterschiedlichen Programme, die dahinter liegen. Und die sollen einfach in dieser doch klaren vertikalen Struktur zum Ausdruck kommen und Zeichnung dazu.
ein anderes Projekt in Innsbruck, Wettbewerb für das Musikhaus in Innsbruck, leider nur dritter Platz, glaube ich, haben wir da gewonnen. Oder ein Wettbewerb, wo wir den zweiten Platz nur erringen konnten, gegen MVRDV verloren haben, Gate 2, also im unmittelbaren Eingangsbereich des Gasometer. Hier ging es einfach darum, auch ein trotz der Klarheit dieser Glasstruktur eine Fuge zu erzeugen. Diese Fuge ist der Schließungsraum. Und es war irgendwie für uns ganz wichtig, dass dieses Objekt mit den Gasometern kommuniziert und im inneren Bereich mit der Wahrnehmung des gegenüberliegenden Objektes spielt. Oder ein weiteres Projekt, das ikonisch für uns wahnsinnig schönes Projekt ist, nach wie vor, dem wir sehr, sehr nachtrauern. Das ist das Museum der bayerischen Geschichte in Regensburg, wo es einfach darum ging, die auch ähnlich wie in Graz, aber halt in einer völlig anderen Art und Weise die Dachlandschaft, die in Regensburg entlang des Donauufers hier im Prinzip vorliegt, in transformierter Art und Weise weiterzudenken und weiterzuspielen und aus dieser Dachlandschaft als eine metallische Landschaft eine gewissermaßen skulpturale Figur zu entwickeln, die eine hohe Ausdruckskraft, eine hohe Ikonizität dieses Landmark-Gebäudes, wie wir meinen, an der Donau erzeugen hätte können. Ich sage hätte, wir haben den Wettbewerb leider nicht gewonnen, einen Ankauf bekommen. Aber die interessante Story war, der Zeitungsbericht an einem Tag hieß Museum der Bayerischen Geschichte entschieden und man konnte das Bild drauf sehen. Und der Christoph hat mich angerufen und sagte, was ist da los? Haben wir das Museum der Bayerischen Geschichte gewonnen? Unser Projekt ist vorn drauf. Und wenn man dann weitergeklickt hat, stand, dass jemand andere gewonnen hat. Aber das war halt das Interessante, quasi dieses Bild war drauf. Das war offensichtlich als Teaser für den Zeitungsbericht wesentlicher als das eigentliche gewonnene Projekt. Aber so ist es nun mal im Architektenleben. Wir sind froh, dass wir schöne Projekte machen können. Und hoffe noch entsprechende weitere. Und ich hoffe, ich habe sie nicht allzu sehr fadisiert, sondern haben ein bisschen was mitbekommen. Und danke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, lieber Hannes, für diesen Rundblick. Gibt es noch jemanden, der jetzt unbedingt eine Frage stellen will? Sonst kann man das auch, hätte ich vorgeschlagen, eher im Zwiegespräch lösen. Einfach nach vorkommen und direkt gerne fragen, hätte ich gesagt. Selbstverständlich. Dir ganz herzlichen Dank auch für den Vortrag und für die viele Mühe, das so aufzubereiten. In ein paar Projekten durften wir schon zu Gast sein, aber ich hoffe zum Beispiel die Musik-Uni, das wäre doch etwas, wo wir mal eine Architektenexkursion machen könnten. Ja, lade ich selbstverständlich gerne ein. Das Projekt ist baulich fertig. Es gibt noch in der elektroakustischen Ausstattung derzeit einige Dinge, die die Musikuni selber noch im Prinzip applizieren muss, also Dolby Atmos Systeme und Boxen und das ist in Betrieb, aber es ist noch nicht quasi offiziell eröffnet, aber natürlich kann man es besuchen, wenn dann der offizielle Eröffnungsreigen über das Ganze hinweggegangen ist, dann selbstverständlich gerne und wir würden uns freuen, wenn das entsprechend wahrgenommen wird. Gerne.